aber meine Mutti fand das ganz toll. Meine Mutti hat mich auch immer unterstützt. Das gibt ja Kollegen, die sich hier oben hinstellen und sagen, meine Kindheit war so scheiße, mir ging's total ull und so. Ich hatte eine ganz tolle Kindheit. Meine Mutti hat echt alles für mich gemacht. Ich habe zum Beispiel schon morgens um 6 an den Mülltonnen gesessen und gespielt. Und die Nachbarn haben gewettet, ob die Müllleute mich mitnehmen oder nicht. Meistens haben sie mich mitgenommen, weil zu Ostzeiten wurde ja noch nicht getrennt. Außerdem hätte ich eh nicht in eine Biotonne gepasst. Und ich war auch das einzige Kind, was nach 20 Uhr noch im Einkaufswagen gesessen hat. Und das mit 14. Ich musste aber nie Angst haben, weil ich wusste einfach, dass meine Mutti mich nächsten Tag abholen kommt, weil die wollte ja die Mark aus dem Einkaufswagen wieder haben. Dann hat die immer so lustig mit mir Verstecken gespielt. Wenn die von der Schule nach Hause kam, hat sie mal das Namensschild von der Wohnungstür genommen. Dass ich nicht nach Hause finde. War schon toll bei 26 Stockwerken ohne Fahrstuhl. Wenn sie ja keine Lust hatte, mit mir zu spielen, hat sie mich immer zum Nachbarn rübergeschickt. Hat gesagt, geh zu dem rüber, der ist eh arbeitslos. Und dann war ich bei dem gewesen, der war auch total nett. Und der hat auch nie gemeckert. Wenn ich da irgendwas kaputt gemacht habe, ist der mal total ruhig geblieben. Irgendwann hat der mal gemerkt, dass er schon 3 Wochen tot vom Fernseher liegt. War ein bisschen eklig. Gibt's eigentlich irgendwas Schlimmeres, als 3 Wochen tot vorm Fernseher zu liegen? Oh, 4 Wochen. Gottchen. Mitgemacht. Dabei. Ja, toll. Bist du von der Waldorfschule oder so? Darf ich mal fahren? Nee, ich fahr nur. Ich fahr nur. Immer ein bisschen. Immer schön mitdiskutieren. Kann ich mal einen Teller bunte Knete haben für den jungen Mann im rot-weißen T-Shirt? Er will den Haus bauen.